Wir sind auf Sendung und dann starte ich auch gleich. Lieber Andres Lepik, liebe Freundinnen und Gäste, ich begrüße euch recht herzlich zum sechsten Gespräch der Reihe Status Quo Architektur ausstellen. Ich freue mich, dass ihr euch zugeschaltet habt. Insbesondere bedanke ich mich bei dir, lieber Andres, dafür, dass du die Einladung angenommen und heute Abend Zeit für uns hast. Gerne, Bevor, danke. Andres, bevor ich die erste, bevor ich dir die erste Frage stelle, möchte ich für diejenigen, die bislang nicht dabei sein konnten, kurz die Idee der Reihe erläutern. Anlässlich des 20-jährigen Gründungsjubiläums der Architekturgalerie Berlin möchte ich wichtige Akteurinnen dazu befragen, welche Rolle Architekturausstellungen im Kontext zeitgenössischer Architekturkommunikation und Diskussion spielen, wie ihre Einrichtungen aufgestellt sind und welche Herausforderungen und Potenziale sie in den neuen Medien sehen. Denn genauso wie sich der Diskurs über zeitgenössische Architektur permanent entwickelt, entwickelt sich auch die Rolle von Ausstellungen, die diesen Diskurs widerspiegeln. Tendenziell kann man vielleicht sagen, werden Ausstellungen politischer und stellen die kritische Reflexion in den Mittelpunkt und in einigen Fällen stellen sie sogar selbst Thesen auf und initiieren damit Diskurse. Darüber hinaus ist es aber auch interessant, dass Ausstellungsorte immer mehr zu Plattformen für verschiedene Vermittlungsformate werden. Ein Teil dieser Aktivitäten ist eng verknüpft mit der digitalen Verfügbarkeit von Informationen und digitaler Kommunikation. Und genau diese beiden Tools beeinflussen natürlich auch das Format Ausstellung selbst und haben einen Transformationsprozess ausgelöst, in dem wir uns meiner Meinung nach gerade mittendrin befinden. Und vielleicht dauert es ja nicht mehr lange, bis wir nicht nur Informationen, sondern auch Artefakte und Räume oder deren originalgetreue Kopien orts- und zeitunabhängig studieren werden können. Für Ausstellungsmacherinnen stellt sich deshalb neben der Frage der Inhalte auch zunehmend die nach der Relation zwischen analoger und digitaler Wissensvermittlung. Und diese Frage wird umso wichtiger, wenn wir uns noch einmal vergegenwärtigen, dass in den letzten 14 Monaten aufgrund der Kontaktbeschränkung im Prinzip kein normaler Ausstellungsbetrieb mehr möglich war und viele Ausstellungen nur noch als eine Art Studio für digitale Formate fungierten. Über all diese Punkte möchte ich auch mit meinem heutigen Gast in den nächsten 45 Minuten sprechen. Und am Ende haben wir sicherlich noch Zeit für ein oder zwei Fragen aus dem Publikum. Und damit bin ich bei dir, lieber Andres. Ich darf dich kurz vorstellen. Du hast Kunstgeschichte an der Universität Augsburg studiert. Du hast 1987 über das Architekturmodell in Italien 1353 bis 1500 an der Bibliotheca Herziana in Rom promoviert. Du warst ab 1998 Referent des Generaldirektors der Staatlichen Museen zu Berlin und hast dort ab 2004 die Architektursammlung 20. bis 21. Jahrhundert an der Kunstbibliothek geleitet. 2007 bis 2010 warst du Kurator am Architecture and Design Department des Museum of Modern Art in New York City. 2011-12 warst du NÖB Fellow an der Graduate School of Design an der Harvard University und 2012 hast du den Lehrstuhl für Architekturgeschichte und kuratorische Praxis an der TU München übernommen und bist im gleichen Jahr auch Direktor des Architekturmuseums der TU München geworden oder berufen worden. Und aktuell zeigt er dort noch bis zum 6. Juni die Ausstellung Die Architekturmaschine, die Rolle des Computers in der Architektur. Wie gerade geschildert, beschäftigst du dich also mit dem Thema Architekturausstellungen unter, sagen wir mal, drei verschiedenen Gesichtspunkten: Forschen, Lehren und Kuratieren bzw. Präsentieren. Berichte uns doch bitte, wie Lehrstuhl und Museum in deiner Arbeit miteinander verknüpft sind. Ja, danke, Ulrich, erstmal für die Einladung in diese illustre Reihe deines Jubiläumsvortragsreihe, was ja wirklich meine Ehre ist. Und ich freue mich, dass ich da vielleicht jetzt auch aus einer ganz anderen Perspektive oder wieder einer neuen Perspektive damit beitragen darf. Dieses Thema des Lehrens, Forschens und Ausstellens, was mit diesem Lehrstuhl ja schon auch eine gewisse eigene wirkliche Sonderstellung ist innerhalb der Architekturmuseen, würde sagen, beinahe weltweit, ist wirklich interessant, weil es natürlich eine sehr unterschiedliche, auf sehr unterschiedlichen Grundlagen beruht. Auf der einen Seite ist der Lehrstuhl hervorgegangen aus eben der Gründungszeit 150 Jahre Technische Hochschule, Architekturfakultät, Architekturgeschichte. Und da hat man angefangen, Studiensammlungen anzulegen für die Studierenden. Und aus dieser Studiensammlung von Zeichnungen und Modellen, die jetzt über 150 Jahre alt ist, ist dann
irgendwann mal, und das können wir heute nicht in 45 Minuten packen, dieses IT-Museum entstanden. Und durch den Glücksfall in der neuen, in der Pinakothek der Moderne, in diesem Gebäude auch Räume zu haben, ist quasi der Lehrstuhl verantwortlich für diese 600 Quadratmeter Ausstellungsraum in der Pinakothek der Moderne, zusammen mit den anderen drei Museen, die damit untergebracht sind, mit den Staatsgemäldesammlungen mit dem 20. Jahrhundert, mit der neuen Sammlung, der großen Designsammlung und der staatlichen grafischen Sammlung. Also es ist ein Mehrspartenhaus, und dadurch, dass wir in einem Ausstellungshaus keine permanente Ausstellung zeigen können, das würden die konservatorischen Bedingungen nicht zulassen, sind wir quasi positiv darauf eingestellt, im Jahr 2 bis 3 größere Ausstellungen zu organisieren. Und da ist der Lehrstuhl natürlich ein geeignetes Instrument, um mit Studierenden zusammen Themen zu erforschen, zu sondieren, zu entwickeln, zu besprechen, also inhaltlich zu besprechen. Und da wir eine Architekturfakultät sind und die Architekturstudierenden natürlich vor allem auch diesen Gestaltungsdrang natürlich immer haben, kann man mit ihnen natürlich auch über die Frage des Ausstellens als eine Gestaltungsform diskutieren in der Architektur und teilweise dann eben auch die Studierenden mit einbinden in Projekte, wie man kuratiert, wie man präsentiert und wie man Räume auch für Ausstellungen, für Architekturausstellungen konzipiert. Also das ist so ein bisschen der Versuch, mit Lehre, Forschung und Ausstellen zusammen die ganze Zeit so ein System zu entwickeln, das dann auch aktuelle Fragestellungen, die auch von den Studierenden teilweise mit bearbeitet werden, in die Ausstellungen einfließen. Ja, Andres, heißt das, dass ihr alle Ausstellungen selber entwickelt und kuratiert oder nehmt ihr auch Ausstellungen von anderen Institutionen, die ihr bei euch zeigt? Also im Grunde sind alle Ausstellungen, die wir machen, bis auf 1 oder 2 Übernahmen, die wir jetzt in den letzten 8 Jahren gemacht haben, also von den 16, 18 Ausstellungen haben wir 2 übernommen und die anderen sind alle locally resourced, also wirklich lokal produziert, mit lokaler Intelligenz und lokal aufgebaut. Also das ist wirklich, machen wir hier vor Ort. Und wir haben ja auch 6, 7 wissenschaftliche Mitarbeiter hier am Lehrstuhl, die eben genau das Gleiche auch tun. Sie unterrichten und sind Kuratoren. Das heißt, sie haben alle diese doppelte Identität und können sich dieses auch unterschiedlich nutzen. Mhm. Die Themenfindung, du hast es eben schon angedeutet, ich möchte trotzdem nochmal nachfragen. Interessant ist ja immer, wie findet man die Themen, wie weit plant ihr voraus? Hattest du da zusätzlich zu den Mitarbeiterinnen deines Lehrstuhls und Kolleginnen, gibt es ein Beraterteam oder generiert ihr das wirklich sozusagen ausschließlich an eurem Lehrstuhl? Es ist zum größten Teil über den Lehrstuhl entwickelt, aber wir haben einen sehr großen und sehr aktiven Förderverein. Und in dem Förderverein sind auch sehr viele Architektinnen, die uns sowohl im Kuratorium als auch im Vorstand mit beraten. Und wir dann manchmal auch mit dem Förderverein manchmal Themen aufgreifen, die da vorgeschlagen werden. Also gutes Beispiel war, vor 8 Jahren hat uns schon Christiane Thalgott, ehemals Stadtbaudirektorin hier in München, die Vorsitzende unseres Kuratoriums war, gesagt, wir müssen mal was über die neue Heimat machen. Und ich war irgendwie überhaupt nicht interessiert an der neuen Heimat. Und sie hat uns dann wirklich positiv gesehen, überzeugt, warum das Thema gerade heute wieder so wichtig ist und warum das Thema mit dem quasi sozialen Wohnungsbau auch so gut in unser Programm passt. Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und die lautet wie folgt. Dem Titel nach ist deine Einrichtung, eure Einrichtung, ein Museum. Eure Ausstellungen widmen sich dennoch sehr oft auch zeitgenössischen Themen. Und meine Frage gilt deshalb, welche Balance strebt ihr an zwischen historischen und zeitgenössischen Themen? Wir haben auf der einen Seite dieses Erbe unserer großen Sammlung über 600.000 Zeichnungen, 200.000 Fotos, tausende von Modellen. Der sind wir natürlich verpflichtet und wir sammeln ja auch weiter als ein aktives Museum, auch wenn uns der Platz kaum erreicht. Aber wir wollen ja auch die zeitgenössische Architekturproduktion abbilden in unserer Sammlung an verschiedenen Beispielen und das konservieren und erhalten wieder für die zukünftige Forschung und auch für zukünftige Ausstellungen. Deswegen sind wir immer rückblickend aktiv, also große Archivbestände zu erforschen, sie wieder zur Ausstellung zu bringen und gleichzeitig auch prospektiv versuchen, natürlich auch immer wieder bestimmte Projekte aus der aktuellen
Produktionen teilweise auch mit in die Sammlung zu bekommen. Also an beiden Seiten sind wir aktiv und ich würde sagen, um deine Frage vielleicht konkreter zu beantworten, vielleicht 20% unserer Ausstellungen sind archivgebunden und historisch perspektivisch und die anderen sind eigentlich eher zeitgenössisch und versuchen globale Fragestellungen mit zu berücksichtigen, weil unsere Sammlung natürlich in der Regel, ich würde sagen zu 90% schon München, Bayern, Deutschland vielleicht ist, aber eben nicht das Internationale nicht abbildet. Andres, du hattest eben schon angedeutet, dass in eurem Lager eine enorme Anzahl von Artefakten vorhanden ist. Ich habe mir notiert, die Zahl, die habe ich mir noch vorhin schnell aus dem Internet geholt, über 600.000 Pläne und Zeichnungen. Also ich verstehe das so, dass es nicht nur ein stilles Kapital ist, sondern das wird auch aktiv genutzt, nicht nur für Ausstellungen, sondern auch noch zu Lehrzwecken, wie das früher mal angedacht war. Oder wie sieht das aus? Ja, wir haben ganz viele Lehrstühle auch hier an der Fakultät für Entwerfen, die unser Archiv aktiv mit Studierenden benutzen, um gerade diese Fragen des Umbaus, der Konservierung, Restaurierung. Wir haben ja hier auch einen Lehrstuhl für Restaurierung mit Andreas Putz. Und da wird unser Archiv immer gerne benutzt, damit den Studierenden auch gezeigt werden kann, wie man erstmal die Grundlagen schafft, die Wissensgrundlagen schafft, um dann Renovierung, Umbau, Ausbau, Neu- und Anbauten, solche Dinge auch planen zu können. Und dafür ist natürlich das historische Material die ideale Grundlage, auch den Studierenden ein Gefühl dafür zu vermitteln überhaupt, wie man mit diesem Material umgeht und daraus dann erst irgendwie einen Gestus zu entwickeln, um eine Planung dann überhaupt zu denken. Ja, das klingt doch sehr gut und darauf aufbauend habe ich auch die Frage, die lautet wie folgt. Du hast eben schon gesagt, das ist sozusagen das Archiv passt aus allen Nähten, hast du geschildert. Und das legt die Frage nahe, gibt es denn Überlegungen für eine Art dauerhafte Präsentation des Depots oder ein Schaulager, sodass man auch neben der Nutzung, die du eben schon geschildert hast, vielleicht doch noch mehr der Öffentlichkeit zeigen kann? Oder ist das aus verschiedenen Gründen nicht auf der Tagesordnung? Also der eine Grund ist, warum es nicht geht, ist natürlich das Konservatorische. Wir können Architekturzeichnungen nach den internationalen Standards nicht länger als 6 Wochen bei einer niedrigen Lux-Zahl ausstellen, die Originale. Und wir würden nicht gerne mit Reproduktionen dann arbeiten. Und eine Dauerausstellung würde uns auch natürlich eine starke Bindung schaffen. Und wo fängt man dann an? Wenn wir 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche haben, würden wir da nur einen Raum dafür reservieren? Können wir in einem Raum unsere ganze Sammlung abbilden? Also da würden wir uns, glaube ich, wirklich eher Schwierigkeiten bereiten. Macht mehr Sinn, immer wieder sozusagen mit der Kelle, mit verschiedenen Kellen immer wieder in diesen Suppentopf reinzugreifen und rauszuholen, was da für tolle Schätze drin sind. Und die dann aber wirklich thematisch oder auch historisch an verschiedenen Punkten zu fokussieren und daraus dann wieder Ausstellungen zu generieren. Das macht, glaube ich, auch mehr Spaß als eine Dauerausstellung, die dann immer nur einen Zeitschnitt zeigt, der dann wahrscheinlich in 2-3 Jahren schon wieder neu gesehen, neu interpretiert werden muss. Mhm. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, wie ihr Themen findet und über die Balance zwischen, sag mal, historischen und zeitgenössischen Themen. Ist das Architekturmuseum der TU München denn auch eine Stimme, wenn es um konkrete Problemstellungen oder Fragestellungen in München geht? Also wenn vielleicht ein sensibler Ort bebaut werden soll oder so? Oder ist das eher nicht unter eurem Schirm? Also wir sehen uns als eine wissenschaftliche Einrichtung, die der Forschung und Lehre dient. Und wenn Journalisten hier Fragen haben, geben wir denen natürlich Zugang zu den Fragen, die sie haben, zu dem Originalmaterial. Aber wir sehen uns jetzt hier in diesem Münchner Kontext nicht als eine Institution, die jetzt sich auf Münchner Fragen spezifisch äußern würde. Das ist weniger unser Thema. Wir haben mit dem Staatsministerium für Bauen, Verkehr und mit dem Staatsministerium haben wir zusammengearbeitet an einer Ausstellung. Das war eine Art von Auftragsausstellung über das Wohnen in Bayern, also 100 Jahre Wohnungsbau.
anlässlich des letzten, vor 2 Jahren des 100-jährigen Jubiläums des Freistaats Bayern. Da haben wir eine Wanderausstellung konzipiert und da hat das Ministerium uns als Kompetenz, als wissenschaftliche Kompetenz gesucht, um diese Ausstellung zu konzipieren und umzusetzen. Und die ist dann an 17 Orten in ganz Bayern gezeigt worden. Also wir stehen dem nicht ablehnend gegenüber, aber wir würden jetzt zu tagesaktuellen Fragen, würden wir jetzt hier in München keine Stellung nehmen. Dazu haben wir jetzt auch nicht die Kompetenz. Verstehe. Nochmal ganz kurz zurück zur Sammlung. Aufgrund der Digitalisierung des Entwurfsprozesses gibt es heutzutage ja kaum noch physische Artefakte, so wie das jahrhundertelang vorher der Fall war. Sammelt das Museum, sammelt ihr deshalb weniger oder verändert sich die Sammlungstätigkeit? Ja, wir stehen jetzt im Augenblick an einem historischen Punkt der Geschichte von der Architekturmuseen. Wir haben immer noch ein großes, sagen wir mal, Potenzial an Papiermaterial, an Rollen, an Modellen, die noch immer in Garagen, Kellern, Dachböden, das bekommen wir fast alle 2 Wochen mit, wo wir Anrufe bekommen von, ich sage jetzt mal, verzweifelten Erben, die nicht mehr wissen, was sie mit dem Material machen sollen und die dann fragen, könnte nicht das Architekturmuseum das übernehmen? Also das können wir sehen, dass das immer noch sehr viel Material da liegt, aber es ist eben gleichzeitig ganz klar, dass diese Welle bald abklingen wird, weil diese Nachlässe werden ein Ende finden und dann werden sie alle untergebracht sein oder verschwinden oder zerstört sein. Und was jetzt aber im Augenblick gerade läuft, ist die 90% in den Architekturbüros die digitale Produktion. Und da stehen wir eben jetzt gerade noch am Anfang, hier überhaupt eine Strategie zu entwickeln, wie wir damit umgehen, wie wir das für die Forschung, für die Archivierung und auch später dann für zukünftige Ausstellungen konservieren überhaupt. Ja, ich verstehe. Ein Teil dieser Problematik war ja vielleicht auch schon Stand für euch, als ihr die aktuelle Ausstellung vorbereitet habt. Ja, also Software ist ja nicht gleich Software, wie wir wissen. Jeder kriegt jeden Tag, jeden zweiten Tag ein neues Update auf sein Telefon. Und so ungefähr ist das natürlich auch im Büro. Ja, also Software entwickelt sich. Und wenn ihr jetzt sozusagen keine physischen Artefakte, wenn die nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern man sammelt die digitalen Werkzeuge und vielleicht auch digitale Ergebnisse in Form von Daten, ist ja auch die, stelle ich mir vor, die Frage, kann man denn heute überhaupt noch Daten öffnen, die vor 20 Jahren produziert wurden? Und die Zyklen werden wahrscheinlich immer enger werden. Also ich vermute da eine große Herausforderung, die vielleicht auch wieder ganz andere Spezialisten erfordert, ja? Ja, das ist wirklich das war ein super spannender Lernprozess. Also Theresa Funkhändel, unsere Kuratorin, die auch hier im Raum ist, die hat wirklich mit uns gemeinsam und mit Seminaren und mit Studierenden tatsächlich diese Grundlagen erarbeitet und diese Ausstellung auf die Beine zu. Und das war ein unglaublich spannender Lernprozess zu sehen, wie eben teilweise auch innerhalb unserer Fakultät es gar kein Bewusstsein gibt für diese digitale Geschichte der eigenen Planungen. Also wie auch Fakultätsmitglieder hier nichts aufbewahrt haben, beziehungsweise Theresa kam dann irgendwann mit einer Kiste voll Diapositive, weil es damals keine Screenshots gab am Anfang der Architekturinformatik. Und die haben dann mit der Spiegelreflexkamera ihre 3D-Visualisierungen per Screenshot als Dia abgespeichert. Und die haben wir wiederum digitalisiert. Also da werden dann Geschichten plötzlich und da haben wir eigentlich auch festgestellt, über diese Ausstellung, das war im Grunde wie so eine Sondierung, mal rückwärts zu sehen, wo kommen diese ganzen Fragestellungen eigentlich, wie haben die sich entwickelt in der Planung, in der Darstellung und in der, also bis hin zu BIM. Und auf der anderen Seite, wie können wir als Museum jetzt von jetzt an auch darauf reagieren? Ich meine, die Fragestellung ist nicht ganz neu. Es gibt Kollegen, die jetzt am Centre Canadien in Montreal und anderen Orten schon sozusagen Forschungsarbeit daran geleistet haben, aber es gibt noch nirgendwo einen goldenen Weg, den wir jetzt alle als Architekturmuseen einfach schon mal gehen könnten. Ja, ich verstehe. Du hattest vorhin auch in einem geschildert, dass auch sozusagen analoge Archive an euch herangetragen werden. Klar, es findet ein Generationswechsel natürlich auch unter Architektinnen statt. Kauft ihr denn gezielt aber auch noch Arbeiten an, um eure Bestände auch zu vervollständigen oder gezielt zu erweitern? Also wir kaufen nichts. Wir geben manchmal, also wir gehen jetzt nicht in diesen Markt der Spekulation.
Es gab ja mal so eine Zeit, so in den späten 80ern, Anfang der 90er Jahre, als man versucht hat, und die Geschichten kennst du auch, Architekturgalerien zu gründen, um damit auch wirklich Geld zu verdienen. Das war so die Postmoderne, wo auch sozusagen über die Architekturzeichnung plötzlich zu einem Artefakt wurde, was man auch sammeln konnte. Und da haben ja andere Kollegen auch versucht, einen Markt mitzumachen. Der ist aber letztlich hat der nie sich richtig etabliert. Und diese Galerien, die wirklich versucht haben, davon zu leben, die sind ja alle irgendwann mal verschwunden, ob jetzt in New York oder die haben dann ihren Fokus geändert. Und wir als Museum, Architekturmuseum, wir stehen eigentlich schon auf dem Standpunkt, dass Architekturzeichnungen, Materialien, die zur Planung führen, das sind Planungsmaterialien und keine Artefakte, das sind keine Kunstwerke. Und deswegen sagen wir, ein Architekt oder eine Architektin, die über viele Jahre, Jahrzehnte geplant und gearbeitet hat, die ist für dieses Arbeitsmaterial schon mal irgendwann bezahlt worden. Und das sind keine Kunstwerke. Deswegen übernehmen wir das, aber wir bezahlen dafür nichts. Verstehe. Wir haben eben über die Relation von analog und digital in Bezug auf eure Sammlung und Sammlungstätigkeit gesprochen. Ich würde das gerne nochmal so auf das Thema Ausstellung selbst erweitern. Ich hatte es in der Anmoderation schon besprochen. Die sozialen Netzwerke und digitalen Medien haben natürlich auch einen Einfluss auf das Medium, auf das Format der Ausstellung selber. Ja. Wie kann es gelingen, das Format Ausstellung wettbewerbsfähig zu halten? Oder ist das aus deiner Sicht gar nicht notwendig? Ergänzen sich die Medien vielleicht? Also ich denke, wir haben jetzt verschiedene Versuche immer wieder gestartet, jetzt auch bei der Architekturmaschine mit VR-Brillen und all diesen Dingen. Ich muss sagen, dass wir da eigentlich sehr, sehr skeptisch geworden sind, weil letztendlich die Beobachtung und auch das, was man aus der Besucherbefragung und auch aus den Führungen, die wir ja konstant geben, lernen kann, ist, dass für die meisten Museumsbesucher ist der Besuch eines Museums immer ein soziales Ereignis. Die meisten Menschen gehen zu zweit oder zu dritt oder mit Freunden, mit Gruppen. Und das heißt, sich jetzt irgendeine Brille vor die Augen zu halten, das kann man auch zu Hause machen. Das brauchen wir im Museum eigentlich nicht anzubieten. Also nur mal vielleicht als Gag, um bestimmte Sachen zu vertiefen. Aber ich glaube nicht, dass sich das in der Zukunft erübrigen wird, dieses sensuale Erlebnis, einen Raum zu betreten, von irgendwelchen Dingen überrascht zu werden, durch die eigene Bewegung, durch das Gespräch hin und her geführt zu werden, Dinge zu entdecken, wieder zurückzugehen, diese Körperbewegung im Raum, dass die auch attraktiv wird. Also das ist ja, denke ich, auch ein großer Punkt der Gestaltung, warum man auch, glaube ich, diese ganze Google sozusagen Street View durch die Museen, da kann man ja inzwischen durch den Louvre und so weiter gehen, das ist ganz hübsch, aber ich glaube nicht, dass man damit je irgendwelche großen Besucherzahlen auf Dauer erreichen wird, schon gar nicht bei Architekturausstellungen. Das ist ein Punkt, über den können wir sehr lange sprechen und da gibt es auch sehr unterschiedliche Perspektiven natürlich, verständlicherweise auch. Ich würde dann gerne nochmal vielleicht auf die konkrete Situation zurückkommen, die wir in den letzten 14 Monaten erfahren haben, die natürlich vor allen Dingen für Ausstellungsmacherinnen ein großer Schock war, dass sozusagen auf einmal das physische Format, der eigentliche Ort der Kommunikation, Präsentation, Diskussion nicht mehr zur Verfügung stand, aus den bekannten Gründen. Wie seid ihr mit der Situation umgegangen? Also habt ihr spezielle Formate entwickelt, um dann doch die Inhalte irgendwie nach draußen zu bringen? Ja, wir haben natürlich am Anfang erstmal nach der ersten Schockstarre, als das Museum geschlossen war, erstmal überlegt, was können wir machen, und wir hatten da noch die Ausstellung zu Design Build über Experience in Action, und dann haben wir wirklich angefangen, das ganze Videomaterial, was wir auch an Interviews geführt haben mit den Kolleginnen und Kollegen, die im Designbild unterwegs sind, diese Interviews dann auch online zu stellen, YouTube zu stellen, neue Formate dann langsam zu entwickeln, Führungen auf YouTube zu machen. Und dann haben wir auch festgestellt, das ist dann schon für eine Zeit ein gewisser Ersatz, um das Publikum, was jetzt frustriert ist, weil es die Ausstellung nicht sehen kann, wenigstens mal durch die Räume zu führen. Aber das ist natürlich auf die Dauer kein Ersatz für das eigentliche Ausstellungsmachen. Und natürlich werden wir das als Ergänzung immer
immer weiter benutzen. Und das ist sinnvoll, also solche Online-Führungen, die man dann auch wieder abrufen kann. Das gibt, glaube ich, vielen Besuchern auch eine gute Chance, sich in ein Thema mal erstmal hineinzuhören und sich das anzuschauen und sich vorzubereiten. Und ich glaube, das ist etwas, was in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat, dass sich Besucher vor dem Museumsbesuch informieren. Und das hilft uns ja auch, weil ein informierter Besucher auch viel interessierter und viel detaillierter auch in die Ausstellung reingeht, als einer, der überhaupt nicht weiß, worum es geht. Ja, ja. Habt ihr mit den digitalen Werkzeugen ein größeres Publikum erreicht oder vielleicht sogar ein anderes? Habt ihr das geprüft oder habt ihr das ausgewertet oder werdet ihr das auswerten? Also wir haben, da war eben auch Theresa und unsere Mitarbeiterin Clara, die waren da total intensiv dran, auch mit Instagram-Kanälen das auch auszuwerten. Und wir haben schon festgestellt, dass es wir auf einer Seite schon eine größere Reichweite erreichen, aber andererseits trotzdem, fast wie bei den realen Museumsbesuchern, dieser Fokus München, Deutschland schon im Zentrum steht. Und also wir versuchen natürlich immer wieder zu überlegen, wo kommen unsere realen Besucher her und wo kommen unsere digitalen Besucher her. Und da gibt es schon eine starke Parallelität. Das ist interessant, dass wir also jetzt nicht aus sozusagen ganz anderen Regionen komplett neue Besucher bekommen. Aber ich würde sagen, es ist auch natürlich sehr viel Arbeit, diese ganzen sozialen Medien und diese ganzen digitalen Medien zu bedienen, wenn man es professionell machen will. Man kann nicht immer nur mit der Handykamera arbeiten, sondern man muss dann auch, wenn man es richtig machen will, mit richtigen Kameras, mit Filmteams, mit richtigen Beleuchtung und mit Tonqualität arbeiten, einen guten Schnitt haben. Und dann investiert man natürlich genauso viel Zeit, Energie und Geld in die Produktion solcher Online-Ausstellungen oder Online-Begleitmaterialien, wie man sie eigentlich in die Ausstellung investieren möchte. Und deswegen, glaube ich, ist es schon, wenn die Corona-Zeit jetzt vorbei wird, sein wird, werden wir schon auch wieder unser Kapital, unsere Mittel wieder umschichten, schon natürlich mehr in Richtung reale Ausstellungen, reale Führungen, reale Workshops auch, weil das ist eigentlich unser Business. Ja, ja. Also das ist ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast. Ich würde ihn gerne nochmal herausheben, nämlich dass entgegen landläufiger Meinung, die vielleicht oft lautet, ja, digitale Kommunikation ist ja schnell gemacht und man erreicht mit wenig Aufwand total viele Leute. Das ist ja eben nicht so. Klar kann man relativ schnell, wie du schon geschildert hast, mit dem Telefon durch die Ausstellung gehen, aber das ist ja noch lange nicht gute Kommunikation. Ja. Und ich stelle mir vor dem Hintergrund die Frage eben wirklich, wie wird das in Zukunft aussehen, wenn man sozusagen auf unterschiedlichen Kanälen kommunizieren möchte und also das wahrscheinlich auch tun sollte, um sozusagen nicht nur eine bestimmte Generation oder Zielgruppe zu erreichen, sondern möglichst viele. Und jeder Kanal braucht ja eigentlich ein eigenes Team sozusagen, was dann auch fit und fähig ist. Und die Kanäle ändern sich ja auch permanent. Das finde ich eine enorme Herausforderung. Und auch darüber ließe sich unter Umständen lange sprechen, weil ich glaube schon, dass die digitale Information, also du hast gesagt, eine enorm wichtige Ergänzung ist, aber vielleicht auch noch zunimmt. Ja? Und ich können wir vielleicht in Zukunft wird man sehen, wie Museen, andere Einrichtungen aufgestellt sind, ob die auch ihre Kommunikationsteams dahingehend verändern. Ja? Also das ist eine spannende Frage und die führt mich vielleicht auch dazu, das, was ich immer interessant finde, ist, wie funktioniert Folgendes? Eine Architekturausstellung ist ja kein homogenes, klar definiertes Genre. Du hast einerseits sozusagen einen Inhalt, der sehr wissenschaftlich ist, gerade als Museum. Auf der anderen Seite möchtet ihr natürlich auch möglichst viele Leute zu erreichen. Also ein gewisser Spagat vielleicht, weil ihr seid Fachleute auf der einen Seite, auf der anderen Seite bildungshungrige Besucher. Wie bekommt man das hin, möglichst spezielle Inhalte möglichst niedrigschwellig zu präsentieren, ohne die zu verwässern? Ist das auch, denkt ihr über diese Frage auch im Rahmen eurer Architekturkommunikationslehre nach? Ja, also wir versuchen bei jeder Ausstellung, die wir machen, immer so diese drei Ebenen der Kommunikation im Blick zu behalten. Das eine ist die, weil wir ja in einem, wie gesagt, Multispartenhaus, Mehrspartenhaus sind, die
die Frage, was macht ein Besucher, der am Sonntag in die Pinakothek der Moderne geht, weil er für 1 Euro sagt, da gehe ich jetzt mal rein, das ist der Sonntagspreis, oder kann er mit seiner ganzen Familie reingehen? Und wenn der nun eine Architekturausstellung da reinläuft, wie sprechen wir diesen Besucher, von dem wir sagen dürfen, dass er wahrscheinlich keine große Architektur Ahnung hat oder keine wahrscheinlich Interesse, aber keine große Hintergrundwissen hat, wie sprechen wir den an? Also es gibt immer die Devise, jede Ausstellung muss so funktionieren, dass auch jemand, der eigentlich von Architektur wenig Hintergrundwissen hat, trotzdem das Thema versteht, erkennt und vielleicht auch Interesse dran findet. Das Zweite sind die Besucher, die schon ein gewisse Vorbildung haben, die sagen, ja, Architektur, das ist für mich wichtig, das ist interessant, die aber keine Experten, keine Profis sind. Die müssen wir auch mitnehmen. Das heißt, also die Vermittlungsebenen müssen auf dieser Ebene genauso funktionieren. Und dann der dritte, und ich würde sagen, das ist der kleinste Kreis, aber natürlich der schwierigste, sind die Profis, also die Architektinnen und Lehrstuhlinhaber und die dann mit gezieltem Blick da reingehen und sagen, warum ist der Plan nicht vermaßt oder warum ist hier kein Schnitt bei diesem Projekt da? Versteht man so ein Projekt doch nicht ohne den Schnitt. Und da muss man dann sagen, ja, okay, diese drei Ebenen müssen alle funktionieren miteinander. Und das ist, denke ich, die große Herausforderung. Und das sage ich gerne immer zu den Studierenden auch, eine Picasso-Skulptur auf einen weißen Sockel zu stellen, ist nicht so schwierig. Aber ein Architekturprojekt in einem Projekt zu erklären und das sichtbar zu machen und das verständlich zu machen und so, dass es auch wirklich alle drei Besucherebenen anspricht, da ist die Kunst. Und deswegen sozusagen ist die Architekturausstellung immer eine viel größere Kunst als die Kunstausstellung. Ja, aber wir hatten anfangs schon gesagt, wie dein Lehrstuhl aufgestellt ist und der bietet ja sozusagen beste Voraussetzungen für die Studierenden, all diese Facetten kennenzulernen. Und ich habe in Vorbereitung unseres Gesprächs heute Abend mir auch nochmal angeguckt, welche Lehrveranstaltungen ihr dort anbietet. Ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber ich war dort wirklich beeindruckt, in welcher Bandbreite ihr das Thema Architekturausstellung verhandelt, eben bis zu diesem Kommunikationsaspekt, weil das finde ich, möchte ich auch nochmal unterstreichen, es nützt ja nichts, wenn man einen totalen tollen Content hat und niemand bekommt es entsprechend mit. Ja? Insofern habt ihr wirklich eine herausragende Stellung, mindestens in Deutschland. Und das Stichwort Deutschland, da würde ich gerne die Perspektive nochmal auf ein anderes Thema lenken. Neben den großen Einrichtungen wie eurem Museum, dem Damm in Frankfurt am Main, kann man in dem Zusammenhang nennen, sicherlich auch aus Berliner Perspektive das Architekturforum AEDIS. Neben diesen großen Einrichtungen etablieren sich in Deutschland ja immer mehr kleinere Orte für das Ausstellen und Diskutieren von Architektur. Und könntest du denn vorstellen, dass es einen zentralen Ort vielleicht in Deutschland gäbe, wo alle Fäden zusammenlaufen, ähnlich vielleicht im Architekturzentrum in Wien oder der Cité de l'Architecture in Paris? Oder ist das keine gute Option, deiner Meinung nach? Also ich bin wirklich tief überzeugt von dem Sinn des Föderalismus. Und ich glaube, dass auch diese Zentralisierung, die in den letzten Jahren mit vielen Organisationen auch wieder nach Berlin stattgefunden hat, dass es in vielen Punkten gar keinen großen Mehrwert bringt. Ich finde es gut, dass es viele kleine Einrichtungen gibt. Und ich denke auch, diese Bemühungen für eine internationale Bauakademie. Wir waren da damals in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre schon dabei, dieses ganze Thema ja aufzugreifen mit Josef Paul Kleihus noch. Das hat sich letztendlich gezeigt, dass das, und man sieht es ja jetzt auch, finde ich, dass das nicht mehr funktioniert. Wir sind in einer Gesellschaft und wir sind auch in der Architektur nicht mehr, glauben wir nicht mehr an solche zentralisierten Einrichtungen und die braucht es auch speziell in der Architektur eigentlich nicht. Also du plädierst eher für das föderale Prinzip sozusagen. Das verstehe ich. Die Frage hat aber vielleicht noch eine andere Facette.
Die folgende ist, ich persönlich vermisse an manchen Punkten, aber das hat sicherlich auch mit der Arbeit meiner kleinen privaten Galerie zu tun, ich vermisse manchmal, dass es so für die Architektur als Kulturbaustein unserer Gesellschaft ausreichend, ich sag mal, staatliche Unterstützung bekommt. Also wenn man das vergleicht mit Theater, Museen, Konzert und. Und das vergleicht auch mit anderen Ländern, Österreich, Frankreich zum Beispiel, wo es in vielen Landeshauptstädten eben dann Häuser der Architektur gibt, die auch sozusagen föderal organisiert sind, also auf regionale Schwerpunkte setzen können. In Deutschland habe ich den Eindruck, dass das doch wie Architektur manchmal wie das fünfte Rad am Wagen behandelt wird. Und vor diesem Hintergrund gibt es manchmal, glaube ich, bei manchen Akteurinnen den Wunsch oder die Sehnsucht, also die Frage nach, könnte es nicht eine staatliche Institution geben, die das unterstützt. Wie siehst du das? Also das ist jetzt ein politisches Thema. Ich würde sagen, ich glaube, dass der Staat in Deutschland schon einige Institutionen ja auch mit unterstützt hat und gegründet hat, wie die Stiftung Baukultur, und das natürlich eine reiche Kultur der Präsentationen auch bei den Architektenkammern und BDAs und Werkbund. Also es gibt ganz viele Kreise, an denen sich die Architektur manifestiert und auch dargestellt wird. Und ich glaube schon, dass der Staat nicht notwendigerweise noch jetzt da was obendrauf setzen muss als eine übergreifende, kontrollierende, weil wer das Geld gibt, möchte auch die Kontrolle haben, Instanz. Ich finde es schon gut, dass so etwas unabhängig und mit vielen kleinen Organisationen läuft. Und natürlich verstehe es aus der Sicht der kleineren Institutionen natürlich auch, dass das natürlich manchmal, wenn man dann nach Wien, wenn du sagst, guckt, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt ja auch außerhalb Europas gibt es ja ganze Kontinente, wo es keine einzige Architekturmuseum, keine Architekturgalerie und kein Architekturarchiv gibt, wie in Afrika. Also da sind wir ja ohnehin, leben wir ja schon wirklich sehr, sehr gut, sind wir sehr, sehr gut ausgestattet. Und insofern würde ich sagen, das ist, glaube ich, keine wirklich drängende Frage im Augenblick, so eine Institution sich zu wünschen. Verstehe. Aus Berliner Perspektive gibt es da natürlich einen aktuellen Anlass, du hast es vorhin schon erwähnt. Vor ein paar Jahren gab es die Debatte um die inhaltliche Ausgestaltung einer neuen Bauakademie. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen versandet. Aber das war hier in Berlin ein großes Thema. Wir hatten uns seinerzeit auch darüber unterhalten. Lieber Andres, unser Zeitfenster neigt sich langsam dem Ende. Ich würde dich zum Abschluss gerne fragen, was sind die nächsten Projekte, an denen du arbeitest? Also welche Ausstellungen dürfen wir erwarten? Und vielleicht gibt es auch Forschungsprojekte, die vielleicht nicht in Ausstellungen münden, aber die trotzdem das Museum umtreiben. Ja, gerne. So ein bisschen Eigenwerbung. Wir machen jetzt ab Juli, und es sieht ja jetzt so aus, dass wir das auch dann wieder relativ normalen Ausstellungsbetrieb auch machen dürfen, machen wir die Ausstellung Taiwan Acts, also die zeitgenössische Architektur in Taiwan. Taiwan, eine Insel, die wir alle nicht Staat nennen dürfen. Das ist ein sehr spannendes Projekt, weil wir hier zum ersten Mal sehen werden, dass es auf dieser Insel, die ja demokratisch regiert wird, eine Architekturkultur gibt, die jenseits der großen Starprojekte, die man vielleicht kennt, wirklich, da gibt es eine sehr lebendige Kultur des sozialen Dialogs in der Architektur, und das ist sehr spannend und das wollen wir zeigen. Und da haben wir auch einen Kurator eben aus Taiwan bei uns. Und danach, dann im November, Dezember, Januar, werden wir eine Ausstellung zeigen, Who's Next? Wir müssen über Obdachlosigkeit reden. Wird sich mit der Frage beschäftigen, die natürlich durch Corona noch zusätzliche Dramatik gewonnen hat. Wo bleiben eigentlich die, die keine Wohnung haben? Und warum kümmert sich die Architektur nicht wirklich darum? Und wenn sie eine Unterkunft finden, dann werden sie ausgegrenzt aus der Stadt. Und warum sozusagen sind diese räumlichen Segregierungsphänomene, die man jetzt eben von Moskau bis Sao Paulo, von Los Angeles bis Shanghai finden kann, wie stellt sich dieses Thema architektonisch dar? Und das ist, denke ich,
dann nochmal ein größerer Punkt, an dem wir dann im Winter arbeiten wollen. Ja, also das sind sehr spannende Themen und ich hoffe natürlich für uns alle und im speziellen Fall für dich, dass das auch möglich sein wird, die Ausstellung nicht nur zu eröffnen, sondern auch mit Besuchern zu füllen und dass ich bei der Gelegenheit auch dann vielleicht wieder die eine oder andere Ausstellung bei euch sehen kann. Wir sind tatsächlich jetzt so am Ende angelangt und ich hatte es vorhin angedeutet, wir sind auch gerne, oder Andres ist gerne offen für Fragen, wenn noch was ist. Bislang ist noch keine hier gestellt worden per Chat. Vielleicht können wir noch eine Minute warten. Vielleicht wagt sich der andere doch noch vor und nutzt diese einmalige Gelegenheit, hier Andres zu befragen. Und vielleicht können wir die eine Minute noch überbrücken, indem ich dich vielleicht doch nochmal befrage. Also Ausstellung hast du geschildert jetzt, da freue ich mich drauf. Das klingt sehr spannend. Das sind auch Themen, die im wahrsten Sinne des Wortes, also Stichpunkt Obdachlos, auf der Straße liegen und wirklich auch wieder aus Berliner Perspektive ein ganz dringendes Problem ist, an dem man nicht vorbeikommen kann. Laufen daneben auch noch Forschungsprojekte, die nicht in Ausstellungen münden oder kooperiert ihr mit anderen Häusern an Themen, die vielleicht in 1, 2, 3 Jahren anstehen können? Ja, wir sind jetzt eben gerade dabei, ein Forschungsprojekt zu formulieren. Das habe ich vorhin schon angedeutet, eben über die Zukunft des digitalen Sammelns im Architekturbereich. Da sind wir gerade dabei, das zu entwickeln. Das werden wir dann demnächst auch, wir haben schon einige Ansätze gemacht und da werden wir auch einen Antrag stellen. Da sind wir dabei und das würde dann schon auch ein Projekt werden, was wir mit anderen Sammlungen zusammen kooperieren wollen bei so einem Forschungsprojekt und vielleicht auch mit anderen Lehrstühlen. Und ich meine, da sind wir natürlich innerhalb der TU auch ganz gut ausgestattet mit einiger Kompetenz, auch sozusagen in diesem ganzen Bereich der Informatik und anderen. Ja, verstehe. Und also es war gut, dass wir noch ein bisschen Zeit jetzt gelassen haben. Ich sehe bei mir im Chat, ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt, Luisa Harten hat sich gemeldet und hat eine Frage. Jetzt müssen wir nur gucken, sie hat mir nur geschrieben, sie hat eine Frage. Ich würde mal einen Mitarbeiter bitten, Martin, kannst du Luisa Harten einblenden? Vielleicht möchte sie direkt mit uns sprechen und nicht schreiben. Luisa, where are you? Hi, I'm somewhere here in Berlin. Hi, Ulrich, hi. And hi, Andres. Hi, I missed the beginning, actually. So you might have explained this at the beginning, but I have a question, which is also coming from my experience of being on the committee of the architecture at the Royal Academy in London, which, of course, is an institution with art and architecture. And so I ask you, in terms of the location of your gallery space within the Pinacoteca Moderna with art and design, how does that affect how you think about your audience and really about the content and how the content of what you're showing in your exhibition, how that can hopefully have some synergy with what is being shown in this immediate building and possibly in the neighborhood. But anyway, so it's a rather general question, but I think it's an interesting one that doesn't overlap with many other architectural galleries, museums, or curators, because you have a very, very special thing. I heard the discussion on the overlap with teaching, which I think is an interesting one, but this is another aspect of your special condition, I would say. Ja, das ist eine super Frage, weil es natürlich unsere Räume in der Pinakothek der Moderne natürlich sich berühren und wir versuchen zwar immer wieder sozusagen auch mal gemeinsame Projekte zu entwickeln, aber das hat natürlich aus verschiedenen Zeitgründen und Organisationsgründen noch nie so richtig geklappt. Aber zum Beispiel im nächsten Jahr gibt es die 50 Jahre Jubiläum der Olympiade und da wird Irene Meissner als Kuratorin diese Ausstellung machen und wir werden da drin natürlich zeigen, dass die Olympiade in München 1972 natürlich die nachhaltigste Olympiade war. Und da wird natürlich auch die neue Sammlung als Designsammlung wird damit dran teilnehmen. Also sie wird ihre eigene Ausstellung machen. Wir werden
im nächsten Jahr sozusagen die Synergien an so einem Thema versuchen, noch weiter auszuschöpfen. Und ich glaube, dafür ist es ganz gut, wenn man dann in so einem öffentlichen Museum ist, weil natürlich zum Beispiel die Architekturausstellungen, die ETH auf dem Hönckerberg macht, die würde ich sagen, das ist ein ganz anderes Konzept. Da muss man sich schon entscheiden, dahin zu fahren. Ja. Bei uns ist es wirklich so, dass wirklich jeder, der am Sonntag im Kunstareal ist, und wir haben am Sonntag allein in unseren Räumen jetzt auch mit Online-Ticketing, wir hatten letzte Woche am Sonntag über 1000 Besucher nur in der Architekturausstellung. Das ist fantastisch. Also, very good. Wow. Das ist, glaube ich, ein Zeichen. Very good. Das ist, glaube ich, ein Zeichen. Also es waren 1300 Besucher in der Pinakothek der Moderne und 1000 waren in der Architekturausstellung. Wow. Und ich denke, das ist ein guter Schnitt. Das zeigt, dass die Ausstellungen eben auch eine breitere Öffentlichkeit treffen und dass sie da was mitnehmen. Und ich glaube, also ich hoffe, ich habe deine Frage. Yeah, great. Thank you. But that's an amazing proportion. I think you deserve even more slice of the cake there, of course, if you're posting so many. Yeah, I'll support you. Ja, lieber Andres, ich bin ganz froh. Erstmal, Luisa, vielen Dank für die Frage. Wir werden ja auch noch am Ende miteinander sprechen, um noch eine ganz andere Perspektive zu beleuchten, nämlich die der Architekten. Lieber Andres, ich bin froh, dass du nochmal die Zeit auch genannt hast vom vergangenen Wochenende, weil indirekt hat sie auch oder im weiteren Sinne zu tun mit der Frage, die ich vorhin stellte, nach dem sozusagen analogen und digitalen Besucher. Ja. Und die Zahl 1000 Besucher an einem Wochenende ist doch ein erstaunliches Argument, ein starkes Argument für die Ausstellung als physischen Ort und soziale Interaktion. Und ich meine, alle diese 1000 Besucher mussten sich vorher online registrieren. Also das ist jetzt nicht, dass die da zufällig ins Haus gelaufen sind. Und man merkt, da ist ein Interesse da, da ist ein Hunger da, wieder diese Räume wieder in Beschlag zu nehmen mit Menschen. Und das ist da. Und ich glaube, das ist das beste Zeichen, dass man jetzt eben nach dieser Krise eben nicht nur draußen im Biergarten sitzen will, sondern auch wieder ins Museum zurückgehen möchte. Ja, lieber Andres, das fand ich war ein sehr gutes Schlusswort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken. Es gibt noch eine Frage, höre ich gerade. Entschuldigung. Hallo, kann ich noch was fragen? Hört man mich? Ja, wer ist da? Michael Mönninger. Ach, okay. Ja, Entschuldigung, das habe ich auf meinem Bildschirm nicht so schnell gesehen. Herr Mönninger, hallo. Eine Frage an Anreden, an Herrn Löppig. Dieses Standort München, aber Reichweite global. Wir haben ja vor ein paar Wochen Christian Freireis gehabt, die Standort Berlin, Reichweite global. Wir haben auch verschiedene Lehrstühle, die Standort Berlin oder sonst wo, aber auch Reichweite global ist. Und immer die Frage, schwebt das Museum nicht ein bisschen wie ein Raumschiff über der Münchner und der deutschen Szene und hat Fernperspektiven im Auge, die vielleicht jetzt nicht so dringend sind? Also Taiwan, wunderbar, ein tolles Land. Ich habe es auch mal besucht, aber haben wir nicht andere Probleme? Ähnlich, AEDIS hat sich ständig unglaublich verdienstvoll für den weltweiten Einzugsraum für Berlin engagiert, aber zu selten dann vielleicht auch Berliner Streitfragen behandelt. Also wie sehen Sie das Verhältnis von Ihrer lokalen Verhaftung und in Ihrem globalen Verantwortung? Das ist die berühmte Frage, die schon auch damals Mies gestellt wurde, also 27 die Waisenhofsiedlung geplant hat, wozu brauchen wir Le Corbusier, wozu brauchen wir Oud, wozu brauchen wir solche Leute? Wir haben doch hier Tessenow und wir haben doch Schmidt-Henner und wir haben hier die alle doch hier, die können doch gute Sachen bauen. Also die Frage ist für mich nicht, ob wir wie ein Raumschiff hier arbeiten, sondern für mich ist die Frage, hat München nicht noch mehr globalen Blick notwendig? Wenn also heute wieder getitelt wird, wir sind bald das Silicon Valley in Deutschland mit den ganzen Firmen, die hierher ziehen. Aber sind wir das denn in der Architektur? Können wir denn da was dagegen halten? Haben wir denn diese internationale Reichweite unserer Architekturfakultät, der Architekturfakultät in Berlin? Wie viele von den Fakultätsmitgliedern bauen denn weltweit?
Also ich glaube, wir haben das dringend nötig. Und auch die IBA in Berlin ging davon aus, dass man die internationalen Exkurse braucht und die Diskurse braucht, um auch wieder mal neues Leben in den Diskurs reinzubringen. Also ich stehe dazu, dass man diesen Raumschiffblick braucht, um manchmal dann vielleicht auch mal gezielte Positionen auch mal in den lokalen Diskurs einzuschleusen. Herr Mönninger, sind Sie einverstanden mit dieser Antwort? Ja, prima. Natürlich ist es völlig einsichtig, dass Le Corbusier auch in Stuttgart genauso wichtig war wie Uth. Aber ja, aber das Spannungsverhältnis bleibt. Man sollte aber des Spannungsverhältnisses bewusst bleiben und nicht nur zu weit in die Ferne schauen. Prima. Ja. Vielen Dank, Herr Leppig. Okay. Herr Mönninger, vielen Dank für die Frage. Ich finde die sehr spannend und ich denke auch, wir haben am Anfang versucht, auch ein bisschen darüber zu sprechen, nämlich über die Rolle, lieber Andres, deines Museums innerhalb Münchens eben. Und ich habe es zumindest für mich so verstanden, dass es eben das Architekturmuseum der TU mit dieser internationalen Ausstellung gibt, die auch internationale Themen nach München bringt und im Übrigen auch, wir hatten schon in der Vorbesprechung darüber gesprochen, auch Themen, die erstmal primär vielleicht zum Beispiel historisch sind oder an einem Ort zu Hause sind. Es gibt immer auch Parallelen vielleicht und Prozesse werden sozusagen geschildert, die natürlich auch relevant sind für die Stadt München und vielleicht auch für Deutschland. Und aber darauf wollte ich hinaus, wir haben über das Verhältnis gesprochen von großen und kleinen Institutionen. In München gibt es ja auf der einen Seite, oder es gibt das Architekturmuseum der TU, aber es gibt auch die Architekturgalerie München von Nicola Borgmann, mit der ich gesprochen habe. Es gibt auch den AIT-Salon, die sich sehr stark zeitgenössischen Themen widmen. Und ich, zumindest aus der Perspektive, aus der Fernperspektive, sehe sozusagen, dass all diese Dinge sind der Baustein einer größeren gemeinsamen Sache. Ja, also um es abschließend zu sagen, wir haben ja auch eben an der TU, deswegen ist es ja wichtig, dass wir diese Bindung an die TU haben. Wir haben ja hier auch internationale Studierende, die aus der ganzen Welt hierher kommen und denen möchte ich auch, darauf möchte ich auch irgendwie eingehen, auf deren Fragestellungen. Und das sind ja auch Studierende aus ganz vielen Kontinenten dabei und für die müssen wir auch ein Programm bieten in dem Museum, was zeigt, dass wir als TU auch denen sozusagen deren Fragen auch reflektierend da was dazu beisteuern. Gut, also ich bin froh, dass jetzt noch zwei Fragen gekommen sind, auch wenn meine Abmoderation dadurch ein bisschen holprig war. Also vielen Dank, liebe Luisa Hatten, vielen Dank, lieber Michael Mönninger. Es gibt ja noch weitere Gespräche auch, sodass es gibt natürlich immer noch offene Fragen und Gesprächsbedarf, aber ich verstehe die Reihe sozusagen jetzt erst als Anregung. Unterschiedliche Perspektiven werden aufgemacht und ich hoffe natürlich, dass wir ebenso wie Andres, der am Wochenende gemeinsam mit seinem Team 1000 Besucher empfangen durfte, dass wir alle uns auch bald wieder physisch begegnen können und austauschen können und die Fragen, die heute Abend nicht abschließend beantwortet werden können, dann weiter und hoffentlich zu Ende diskutieren. In diesem Sinne, der zweite Versuch jetzt nochmal, lieber Andres, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich fand es wirklich toll, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, dass ich deine Ausstellung auch bald wiedersehen kann. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wurde und ab heute Abend auf dem YouTube-Kanal der Architekturgalerie Berlin auch nachzuhören dann ist für diejenigen, die nicht vielleicht dabei sein konnten. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass bereits übermorgen am 3.6. das nächste Gespräch stattfindet mit Ines Weizmann, Direktorin des Center for Documentary Architecture. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal bei allen fürs Zuhören und wünsche allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke dir. Ciao.